Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir sind nämlich an einem Platz, wo wir schon länger nicht mehr waren, auf der Vindicar in Argus. Und hier gibt es ein bisschen, ja, was zu tun für uns. Ich bin nämlich ein bisschen am Transmog-Farmen in letzter Zeit und dementsprechend wollen wir heute ein bisschen gamblen bei einem Händler, wo wir früher schon öfter mal gegambelt haben, diesmal aber nicht für irgendein tolles Gear und dem Arcano Crystal, dem vielleicht der ein oder andere noch was sagt, sondern es gibt hier bei dem Händler gegen Argonit bestimmte Items. Und zwar gibt es Schuhe, die man nur hier bekommen kann und die ich ganz gerne auch für Transmog hätte. Und ja, ich habe mir ein bisschen Argonit gefarmt und ich möchte die ganz gerne gamblen. Ich habe mir heute vorgestellt, 10 Schuhe zu gamblen und hoffe, dass die richtigen dabei sind. Und wenn wir die rauskriegen, dann schauen wir vielleicht, ob wir noch was anderes bekommen. Aber die Schuhe sind tatsächlich jetzt erstmal das Primäre. Das Argonit ist relativ ätzend zu farmen, also 10 Dinger zu holen ist schon recht viel in derlei Hinsicht. Man kann hier zwei Dailies machen. Eins bringt, glaube ich, 300 und die andere 200. Werde ich nachher auch nochmal kurz zeigen. Und ja, so ein Schuh kostet oder ein Item allgemein kostet halt hier 650 Argonit. Drückt mir die Daumen. Ich habe mir mal ausgerechnet, die Chance müsste irgendwas 1 zu 32, glaube ich, sein, dass ich das Richtige rauskriege. Deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Kaufen wir gleich mal hier mit dem Char 3 Schuh-Tokens. Ich habe bis auf 5 Marken komme ich genau hin. Und jetzt heißt es Daumen drücken. Das kriege ich in jeder, genau, hier das Addon zeigt mir schon an, All the Things. In jeder Ausrichtung müsst ihr das bekommen. Ah, das war schon mal nix. Erster Schuh war schon mal nix. Zweiter Schuh. Komm bitte, gib mir den richtigen. Dritter Schuh. Habe ich hier den Sound eigentlich ausgeschaltet? Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Habe ihn anscheinend so leise, dass das Umwandeln mit drin ist. Wir wollen ja natürlich dann auch sehen, wenn wir das Richtige bekommen. Okay, also wir haben dreimal schon hier quasi eine Nullnummer. Dann loggen wir mal um. Dieses Argonit ist halt teilweise ein bisschen blöd, weil man schon recht lang farmen muss. Muss hier so blöde Portale quasi erspielen. Jetzt muss ich mal gucken. Aluna war der andere Char. Und ich habe mir auf dem zweiten Account natürlich auch schon ein bisschen was zusammengefarmt. Und zwar, hier haben wir auch 1958, also müsste ich mir auch genau wieder 3 kaufen können. Das Cap hier ist, glaube ich, 2k, genau. Also mehr kann ich gar nicht vorfarmen. Und hier machen wir jetzt selbiges. Die sind ja natürlich miteinander verbunden, die beiden Accounts. Ich habe nämlich einen Battle.net-Account und quasi zwei WoW-Accounts. Und alles, was ich mir auf dem zweiten WoW-Account quasi an Transmog freischalte, habe ich auch auf dem ersten. Okay, das war nix. Einmal nix. Dann, komm. Nein, wieder die falschen Schuhe. Gib mir doch einfach die richtigen. Die hier sind sogar Titan geschmiedet aufgewertet, ne? Richtig Item-Level hier gepusht und ein drittes Mal nichts. Es ist, in dem Pool sind halt einfach so viele Items drin. Du kannst halt so gut wie alles, was aus irgendwelchen Raids und Dungeons aus der Expansion ist, kannst du halt hier kriegen. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil das Angebot dann ziemlich weit gefächert ist. Und dementsprechend wird es dann ein bisschen schwierig, das Richtige zu kriegen. Gut, 6 Schuhe haben wir raus. 4 können wir noch uns ergambeln. Dann locken wir hier auch mal um. Und mit dem anderen sind wir schon eingeloggt. Den habe ich auch schon prominenterweise hier abgestellt, direkt vom Händler. Und mit dem hier können wir, glaube ich, aber nur ein Ding kaufen, oder? Jetzt schauen wir mal rein. Der hat 800 Marken, genau, da müssten wir uns da tatsächlich nochmal einmal ein Ding kaufen können. Jetzt schauen wir mal. Schuhe hier. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Und. Das sind aber die falschen, ne? Das sind aus Prüfung der Tapferkeit. Die habe ich anscheinend. Über ein anderes Transmog habe ich die schon gehabt, aber nicht über das Ding. Zum Haare raufen, das war leider das Falsche. Jetzt hatte ich kurz, ne, weil der Sound, wenn der kommt, das zeigt, dass ich ein neues Transmog gelernt habe, kurz mich gefreut und dann sind wir noch tiefer gefallen. Kurz in himmlischen Höhen geflogen. So, okay. 3 Stück können wir uns jetzt noch holen. Die Schuhe ziehen wir jetzt mal weg. Das sind Sachen, die ich am Verkaufen bin. Komm, bitte. Bitte. Gib mir die richtigen Schuhe. Oh, warte mal, da fehlt sogar noch was. Aber ich kann hier, glaube ich, die Quests noch abgeben. Jetzt tun wir erstmal 2 Schuhe einlösen und dann machen wir das mit den Quests noch. Nope. Komm, komm, komm. Okay. Einen Schuh können wir uns noch holen.
Hier kann ich die Dailies einlösen, die habe ich letzte Woche schon gemacht gehabt, aber konnte nicht halt abgeben, weil ich ja sonst übers Cap hinausgeschossen wäre. Ist jetzt aber nicht so schlimm, deswegen lösen wir es jetzt ein. Jetzt müssten wir nämlich wieder genug haben, genau. Und ja, so auf die 10. Chance müsste ich es doch kriegen. Ich habe letztens schon mal ein paar im Stream eingelöst, weil ich halt dachte, komm, ich brauche nur ein bisschen was und ich kriege das relativ schnell zusammen. Aber das scheint sich hier meine Annahme zu bestätigen, dass es das doch ein längeres Gegamble wird. So, komm. Nein, warum? Mein Glück ist mir nicht hold, ne? Das Glück ist mir nicht hold hier. Schade. Das war leider eher eine Nullnummer. Heißt, ich muss jetzt über die nächsten Tage und Wochen mir noch ein paar Marken zusammenfarmen und dann machen wir hier mal nochmal ein Opening, wenn ich wieder 10 Stück zusammen habe. Das wird sich wahrscheinlich aber ein bisschen ziehen, aber mal gucken. Also heißt, wenn ihr auch die Marken braucht, weil ihr noch irgendeinen Transmog, da kann man sich übrigens alles ergambeln hier aus komplett Legion, sogar auch, ich meine die Xavier-Schultern, die waren hier, glaube ich, auch irgendwo mit drin. Dann könnt ihr gerne im Stream mitmachen, da werde ich wahrscheinlich das Zeug auch in Gruppen farmen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Chilla, bis dann, ciao.